Biege nach links ab. Hätte aber vorher gucken müssen, was für eine Firma das ist. Wie bitte? Hätte mal vorher gucken sollen, was für eine Firma das ist. Was für eine schöne Fahrt. Naja. Ja, die Einfahrt geht doch. Wenn man es dann nicht macht, kriegt man das auch hin. Alles so still? Gucken alle entspannt, wie ich hier einpacke. So, mal gucken. Buck Fehmann? Okay. Ich fahr mal nach Lidl. Okay, wir fahren los. Wo muss ich überhaupt hin? Ach, hier auf dem Gelände ist das. Hätte ja Gajep abnehmen müssen. Gajep.
250 Kilo und fährt rückwärts. Die hätten ja so auch schon mal da einladen können, die Idioten. Ich frage jetzt mal nach Burg Fehmarn. Mein Ort, den ich so nicht fahren kann. Das hat mal Kai vom GTD mal gesagt, mit der Lenkachse, mit dieser Liftachse. Da kommst du teilweise besser in eine Kurve rein, wenn du so hoch hast, als in eine. Also ich bin froh, dass ich hinten nochmal eine Lenkachse drin habe. Du kannst im Endeffekt sofort auf den Punkt wenden. Ja, du spielst auch mit Maus und Tastatur, oder? Nö. Der Controller oder was? Controller, ja. Sagt ihr doch vorhin. Hab ich eben nicht mitbekommen, deswegen frag dich. Oh, Dead Island 2 wird doch noch erscheinen. Geil. Seit 8 Jahren sind sie da dran. So, wir laden. Ist schwer geworden. Oh, fahren wir Burg Fehmarn. Hast du auch schon mitgekriegt? Microsoft arbeitet schon an Windows 12. Also meistens. Nein, müssen sie nicht. Ja, aber müssen sie anfangen. Storage. Ja, aber normalerweise müssten sie da nicht mehr arbeiten. Windows 10 sollte schon das letzte Windows sein. Windows 11 jetzt auch. Und jetzt ist Windows 12 das letzte. Das wird noch so weitergehen. Ja, das Einzige ist, dass Windows 11, die Windows-Version, die kostet nichts mehr. Also wenn du schon mal vorher eine Version hattest. Ja. Windows 10 hat auch nichts gekostet, wenn du Windows 7 hattest. Ja. Da haben sie mal umgeändert. Windows 11. Was zuckeln? Windows 11 ist, glaube ich, kostenlos. Nicht rechts abbiegen. Du hast doch Windows 10, du musst ja nur upgraden. Aber wenn du jetzt einen neuen PC holst oder so und das drauf installierst, ist es nicht kostenlos. Ich habe ja einen alten PC. Doch, du kannst. Ja, aber ne, da musst du gucken, dass du die C-Festplatte auf jeden Fall ziemlich weit aufgeräumt kriegst. Da brauchst du noch 40 GB Minimum frei. Wenn du eine Windows 7 Version hast, die lizenziert ist, kannst du das auch machen gerne. Bei Windows 10 Version. Du darfst nur den PC nicht. Wenn du Windows 11 installierst, wird 10 ersetzt. Und du kannst mit einem Downgrade auf 10 zurück, aber wenn du das einmal entfernst,
dann musst du auf Windows 11 bleiben. Rechts ab. Also ich bin damit eigentlich zufrieden. Also aktuell würde ich es jetzt noch nicht machen, sagen wir es mal so. Na gut, dass ich einen extern habe, wo ich sonst viel rausschmeißen kann. Ja, wie gesagt, ich würde es aktuell nicht machen, lohnt sich aktuell noch nicht. Ich würde gerne machen, aber mein PC packt. Inwiefern packt es nicht? Wegen den Einstellungen oder weil es nicht vorhanden ist? Irgendwie mit dem Prozessor oder so hat er Probleme, ist ein AMD. Weil Microsoft hat ja mit der arbeitet ja mehr mit Intel. Hast du ein AMD? Etwas älterer. Ja, AMD funktioniert auch, aber ja. Die Frage ist natürlich, was für ein AMD? Etwas älter schon. Ich mach mal den PC-Intel-Prüfung, dann kann ich dir genau sagen, was da fehlt. Ja, du brauchst nur den Taskmanager öffnen, dann siehst du schon, was für ein CPU drin ist. Aber mittlerweile müsste das eigentlich auch gehen. Müssen wir mal gucken halt. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts. Weil ja, aber ne, gemacht. Musst du mit rechnen, dass du halt dann öfters Bluescreens kriegst. Ne, die Möglichkeit ist halt höher, ne? Schatz, ich kann im Disk rausfahren. Demnächst rechts ja, abbiegen. Moment. Wegen der Lag, ne? Nee, man kann auf jeden Fall, das hat Microsoft ja auch selber gemacht, eine Installationsstick fertig machen, wo das gar nicht abgefragt wird. Dass das einfach installiert wird und fertig. Biege nach rechts ab. Aber ich, wie gesagt, ich würde jetzt auf 11 noch nicht upgraden. Das Problem ist aktuell, Windows Home hat schon den Online-Zwang. Komplett. Ich habe hier den AMD FX 8350 High Core. Ja, den FX8350, den Fake 8 Kerner. Der hat nur 4 Kerne, 8 Tweets. Ja, das ist eine Heizung, ist das. Den CPU habe ich auch noch hier rumliegen. Nur ich müsste, wenn dann auch neue Motherboard und so haben, weil es ist der höchste CPU, die diese Motherboard einsetzen kann. Nimm die ja, Ausfahrt rechts. Deshalb packt das mein PC nicht. Ja, ne, ist in Ordnung. Das ist ja auch ein älteres Mainboard. Neue Route finden. Siehst du, Schatz, hab ich dir gesagt, Schatz, du hast neuere Brech. Ja, wenn du ein FX 8350 hast, ist das ein älteres Mainboard. Ist noch AM3 Sockel. Bessere AM3 Plus. Okay, und was er hat dann, wenn er schon Ryzen oder sowas drin hat? Ich hab Intel. Wenn das kein Intel ist? Okay. Intel ist ja sowieso nochmal was anderes. Aber bei einem Ryzen zum Beispiel wäre es ein AM4 Sockel. Da mit einem Intel arbeitet Microsoft auch zusammen. Ja, aber nicht nur, auch mit AMD. Ah, ich meine, vorzugsweise. Was für ein Intel hast du drin? 6, glaube ich, ist das. Oder 5? 5 ist das. Ne, 5 ist das. Also nie 5. Also hier habe ich zum Beispiel gerade ein Mainboard gefunden mit Arbeitsspeicher und ein CPU, also das ist ein Aufrüstkit, ne, für 340 Euro. Das ist mir schon klar. Ich sag's ja nur, ne? Intel Core i5, den 11400F. Das heißt 6 Kerne, 12 Tweets mit 2,6 GHz, 4,4 in Turbo. Ja, ich weiß, dass sowas.